In diesem Video gebe ich dir einen kleinen Einblick in die Infektionskrankheit der Tollwut. Die Tollwut wird durch das Rabiesvirus verursacht und über Tierbisse, Hautverletzungen oder auch direkten Kontakt mit dem infektiösen Material übertragen. Die Inkubationszeit beträgt bis zu 8 Wochen, welches abhängig von der Lokalisation der Eintrittspforte in den Körper ist. Es bestehen Impfmöglichkeiten. Nach Eindringen in den Körper gelangen die Viren zur nächstgelegenen motorischen Endplatte und schließlich entlang des Nerven zum zentralen Nervensystem, von wo aus der Erreger in den Körper streut. Ausgeschieden wird das Virus schließlich wieder über den Speichel. Im ersten, sogenannten Prodromalstadium, kommt es zu diffusen Symptomen wie Mattigkeit, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Empfindungsstörungen an der Eintrittspforte. Im neurologischen Stadium, dem sogenannten Exzitationsstadium, bestehen Unruhe, Verwirrtheit, Angst, vermehrter Speichelfluss sowie auch neurologisch-zerebrale Ausfallerscheinungen. Die Patienten halluzinieren, reagieren depressiv-aggressiv und haben hohes Fieber. Aufgrund von Krämpfen der Schluckmuskulatur und der fehlenden Möglichkeit, Flüssigkeit aufzunehmen, entwickelt sich mit der Zeit eine Exsikkose. Hieran schließt sich das Paralysestadium an. Hierbei kommt es zu Lähmungen der peripheren Nerven wie auch der Hirnnerven. Hieraus entwickeln sich Koma und Atemlähmung. Meist kommt es zum Tod spätestens nach einer Woche nach Symptombeginn. Im Vordergrund steht eine intensive Wundpflege mit Desinfektion sowie die Gabe einer postexpositionellen Impfung. Bei Risikogruppen, wie beispielsweise Förstern oder auch Veterinären, ist eine präexpositionelle aktive Schutzimpfung sinnvoll.